Hallöchen, geneigter Zuschauer. Herzlich willkommen zurück zu Daylight. Hier in einer neuen Aufnahme. Nebenbei werkeln die Bauarbeiter. Ich hoffe, das wird in der Aufnahme nicht wirklich zu hören sein. Aber jetzt stehen wir erstmal vor dem Wald. In erster Linie bin ich froh, dass wir nicht mehr in diesem Gebäude sind und wir genug Fackeln dabei haben. Aber dennoch bleiben wir mal auf der Hut. Wow, wow, wow. Okay. Fängt ja schon mal gut an. Mal gucken, was sich die Hexen sonst noch so alles einfallen lassen werden. Was war das? So, die Soundkulisse ist schon mal etwas beängstigend. Mal, ich muss. Wäre doch irgend so ein Gezischel. Ich schätze mal, wir müssen zu dem Punkt, der da auf der Karte markiert ist. Okay. Müssen wir wieder in ein Gebäude rein? Nein. Was war das? Ich traue mich gar nicht, mich umzugucken. Schön langsam. Okay, wir sind soweit safe. Puh. Nee. In time we hate that which we fear. Also im Wald war es deutlich schöner. Und da ist wieder eine dieser verfluchten Nachrichten. Ah, okay, hier ist schon mal dieser Raum hier. Hört mal auf zu flüstern. Ich hab Angst. Joe. Oh mein Gott. Ist die Nachricht an mich gerichtet? Woher kennen die meinen Namen? Verdammt nochmal. Ich habe Warner und Morgan für das Begutachtungsteam ausgewählt. Sie werden mit der Pfahlramme den gelockerten Boden nach dem Test stabilisieren. Brian. Brian, wer bist du und warum schickst du mir Nachrichten? Keine Sorge, das muss kein Wolf sein. Das kann auch ein Zwergpinscher sein. Okay, da ist was auf der Karte markiert. Da so ein sehr schlechtes Gefühl. Hier, das ist für dich. Oh. Nee. Dafür gibt es irgendwo so einen Fackelspender. Mach schneller. Auf! Lauf, Joey! Ist das? Oh, ein Galgenbaum. Ich kann dich hören. Solange ich eine Fackel habe, fühle ich mich halbwegs sicher. Wo sind die ganzen Leichen hin? Sehr merkwürdig. Ja. Den Raum merke ich, diesen Ort merke ich mir mal vor. Puh. Und da ist noch ein kleiner Punkt auf der Karte. Gehen wir mal etwas schneller. Großer Fehler, Mädchen. Solange ich Fackeln habe, brauchst du dich an mich nicht dran trauen. Oh, da ein bisschen Brunnen. What happened to the girl? Is she still in that dark place? Boah, Entschuldigung, dass ich nicht auf diesen Typen da unten eingehe, aber meine Konzentration ist eher auf die Hexen oder was das hier ist gerichtet. Ihr schattenhaften Mimen verschwindet. Ups. Während er für die Ermittlungen bezüglich der Arbeitspraktiken von Chief
wie auch immer, Investments laufenden Bodentests auf Mid Island geriet. Der Bearbeiter Wilson waren unter ein Arbeitsgerät und wurde erdrückt. Mindestens ein weiterer schwerwiegender Unfall ist bekannt. Es wurden jedoch bisher keine Details veröffentlicht. Die örtliche Polizei hat Untersuchungen eingeleitet. GEC Investments hat sich noch nicht dazu geäußert. Okay, hier weht ein Wind. Ich glaube, schau da mal nicht hin. Passiert uns da was? Ich glaube, die steht jetzt direkt hinter uns, wenn ich mir das Handy so angucke. Vorsichtshalber. Wie kannst du es wagen? Ich muss dann gleich wieder zu diesem Fackelraum. Oh, ein Friedhof auch noch dazu. Also, wenn ihr euch daran erinnert, dass ich gesagt habe. Ich gesagt habe. Es kann nicht schlimmer kommen als da drin. Ich glaube, es wird schlimmer. Mr. Francis ist in die Grube gestürzt, in die wir kurz davor Zement geschüttet haben. Er lebt, aber er wurde in die Notaufnahme des Mid Island Hospitals gebracht, um seine Lungen auf Rückstände zu überprüfen. Sein Ersatz soll morgen eintreffen. Empfehle den Einsatz von Wachpersonal, da dies bereits der dritte Vorfall war, bei dem jemand auf unerklärliche Weise gestürzt ist. Fange an zu glauben, dass sie gestoßen wurden. Glaube ich langsam auch, mein Freund. Ah, noch ein Relikt. Der Aktienkurs von GEC Investment Corp. ist gestern inmitten schädlicher Gerüchte um das ohnehin bereits krisengeschüttete Bauprojekt um 30% gesunken. Laut einer anonymen Quelle im Unternehmen wurde vor Ort mehrere Gräben entdeckt, die mehr als 300 Jahre alt sein sollen. Obwohl über den Inhalt der Gräber nichts bekannt ist, mutmaßte derselbe anonyme Kontakt, es könne sich um archäologische Überreste amerikanischer Ureinwohner handeln. Wenn das stimmt, könnte das den Bau weiter verzögern oder gar zum völligen Stillstand bringen. Hätten die bloß nicht gebaut. Nein, ich gehe erstmal Fackeln holen. Lass mich in Ruhe! Lass mich in Ruhe! Fackeln! Fackeln! Sich immer anschleicht, ne? Es ist nicht nur nervig, sondern auch angsteinjagend. Ich glaube, ich habe das letzte Relikt gefunden, oder waren wir da schon? Gehen wir mal in diese Richtung. Uah. Nein! Verbrenn! Alter, habt ihr es gesehen? Das Licht hat ja nichts ausgemacht. Aha, ne? Lauf, Joey, lauf! Und Sarah, du kommst mit! Life is but a butterfly's dream. Oh, jetzt ist die Fackel wieder aus, verdammt! Oh. Zu Händen aller Vorarbeiter, bitte verständigen Sie die Arbeiter, dass morgen früh ab 9 Uhr eine Prüf- und Bewertungsverfahren der Bodengüte durchgeführt wird. Bitte wählen Sie zur Unterstützung 2 bis 3 Ihrer verlässlichsten Arbeiter. Alle anderen sind aufgefordert, die Baustelle zu verlassen und sich bis zum nächsten Morgen aufzustempeln. Ach, bis zum nächsten Morgen auszustempeln. Ah. Bei Fragen wenden Sie sich bitte telefonisch das Hauptbüro. Vielen Dank. GNC Investments. Okay, GNC. It's here. Was ist da? Ist das die Baustelle? Sehen wir uns das mal näher an. Gutes Wölflein. Oh, oh. Seht ihr, wie die neben mir kauert? Oh, oh, oh. Hier.
Das ist für dich. Nein! Verdammte Scheiße nochmal, nein! Raus hier! Boah, wir haben alle Relikte auf dem Reliktraum. Nein! Die spawnt mir jetzt jedes Mal auf den Schoß oder was? Aber habt ihr die Fratze gesehen, die mich angeguckt hat? Beängstigend. Nein, lauf! Lauf, Joey, lauf! Lauf! Auf die Karte werfen, da lang müssen wir. Fackel ziehen. Nur noch zwei Fackeln, muss alles schnell gehen. Okay, was für ein Gegenstand ist diesmal? Puppe? Gibt es wohl auch einen Zusammenhang, den ich noch nicht kapiert habe oder schon längst verdrängt habe. Okay. Wie ist das Signal verwendet, kannst du nicht zwischen Objekten wechseln. Wie jetzt? Ich bin schutzlos mit dem Ding oder was? Wow. Wow. Seht ihr, wie viel da lauert? Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Tu mir nichts. Dann tue ich dir auch nichts. Ich kann mich momentan nicht wehren. Wo müssen wir denn hin? Wo muss ich hin? Aber hier kann die anscheinend nicht rein. Ist doch schon mal was. Aber wir müssten hier wieder raus. Nein. Lasst mich in Ruhe. Wow. Kann ich auf die Karte gucken? Zoom mal raus und zeig mir, wo wir lang müssen. Oh, toll. Ich kann nicht weiter rauszoomen. Verdammt. Dann wird es jetzt ein schöner Spaziergang, ohne zurückzusehen durch den Wald. Nein, wir rennen wieder zum Spawnpunkt. Lauf, Joe. Lass dich nicht aufhalten. Wir werden da schon was finden. Kann ich mal ein paar Signalfackeln aufheben, wenn ich schon mal hier bin? Aber verwenden kann ich die nicht. Moment, kann ich von hier aus benutzen, oder? Nö. Die Leichen nicht da. Nicht verfügbar. Lass mich in Ruhe. Wow. Also so eine Gänsehaut hatte ich noch nie bei irgendeinem Spiel. Das ist weitaus brutaler, als ich dachte. Du kannst mir nichts. Wow, wow, wow. Die kann mir doch was tun. Dieses Relikt würde mich schützen. Muss ich hier in eine Höhle oder so? Oh damn, ich weiß, dass sie da ist. Oh, lauf. Lauf, 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 lauf. Unglaublich, oder? Was für ein atmosphärischer Tiefgang dieses Spiel doch hat.
wenn ich die Story bisher noch nicht wirklich verstanden habe. Spiel macht mich fertig. Oh, wir sind fast richtig. Ja! Gott sei Dank! Oh. Nein. Oh Gott. Bleib dort hinten. Puh. Boah, Gott sei Dank ist die nicht direkt hinter mir gespawnt. Jetzt setzt mich nämlich sowas von Chris. Oh Mann, hört's auf mit diesem Geflacker. Wow, das Ding ist zu. Neuer Levelabschnitt, wie es aussieht, ne?